Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Böll-Stiftung, wir sind beeindruckt, dass ihr alle da seid. Wo kommt ihr alle her? Wir grüßen übrigens bei der Gelegenheit alle, die heute in Chemnitz auf der Straße sind gegen Rassismus. Trotzdem freuen wir uns, dass ihr da seid. Die die Reihe schon öfters besucht haben, wissen, was ich jetzt sage, zu sagen pflege. Es mag einfach sein, im Rückblick zu begreifen, in welcher Gesellschaft man gelebt hat. Aber die Gesellschaft, in der wir gerade leben, zu begreifen und über sie was Vernünftiges zu sagen, scheint uns die etwas schwierigere Übung. Und deswegen haben wir uns schon vor einiger Zeit vorgenommen, eine Vortrags- und Diskussionsreihe zur Zeitdiagnose zu machen. Wir haben diese Reihe genannt Auf der Höhe, Diagnosen der Zeit. Sie sehen hier so einen Hochsitz, wie man bei mir zu Hause sagte, was einfach nur symbolisieren soll, wie kann es irgendwie gelingen, ein bisschen Abstand zur Gegenwart zu kriegen. Vielleicht ist das aber auch gar nicht möglich. Diese Vortragsreihe hat ein Prinzip, die geht nämlich glossarisch vor. Wir haben vor fast 4 Jahren angefangen mit A wie Authentizität und hatten damals in einem ähnlich gefüllten Saal Dietrich Dietrichsen zu Gast und haben uns dann tatsächlich so ein bisschen durchs Alphabet gearbeitet und versucht, möglichst interessante zeitdiagnostische Begriffe zu identifizieren, die uns helfen, über die Gegenwartsgesellschaft zu diskutieren. Ich kann jedem empfehlen, ab und zu mal im Leben das Zufallsprinzip walten zu lassen. So ein Alphabet ist ja eigentlich auch so eine Art Zufallsprinzip. Man kommt echt auf interessante Fragen. Und ich bin schon etwas nostalgisch. Wir sind nämlich mit der Reihe fast am Ende. Sie sehen das. Wir sind jetzt bei Y, dem Buchstaben, aber natürlich auch der Frage, warum sozusagen. Und haben schon relativ früh gesagt, das wollen wir unbedingt machen, weil erstens, und ich sehe in der Runde, dass sich die eine oder der andere angesprochen fühlt, uns diese sogenannte Generation Y irgendwie interessant scheint. Jetzt nicht unbedingt, dass man so einer Definition folgen muss, aber die wirft ja Fragen auf. Und was uns besonders interessiert an dieser Generation Y, ist einfach auch nochmal anders so auf die Lebens- und Arbeitswelt zu gucken, zumindest für bestimmte Milieus. Auf der einen Seite ein starkes Sicherheitsbegehren vor dem Hintergrund einer Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen, vielleicht auch überhaupt von Lebensverhältnissen. Aber auf der anderen Seite auch der starke Wunsch, ein selbstbestimmtes, irgendwie glückliches Leben zu führen. Und diese Pole schienen uns sehr interessant, um vielleicht noch mal ein bisschen anders auf die Arbeits- und Lebenswelt der Gegenwart zu schauen. Wir haben das große Glück, Cornelia Kopitsch heute bei uns zu haben, die wir als Böll-Stiftung seit langem sehr schätzen, als Soziologin, die hauptsächlich in Darmstadt lehrt und arbeitet. Cornelia Kopitsch ist Soziologin für Bildung, Arbeit, Geschlechterverhältnisse, aber ist eben auch immer wieder für uns, für mich auf sehr eindrucksvolle Weise mit sowas wie einer Gegenwartsdiagnose befasst. Cornelia Kopitsch hat im Campus Verlag ein Buch geschrieben, das mich besonders beeinflusst hat, die Wiederkehr der Konformität. Vielleicht erinnert sich jemand an den Vortrag von Professor Reckwitz hier im Hause, der eine Gesellschaft der Singularität behauptet in seinem Buch, während Kopitsch, ich paraphrasiere das mal, eher sagt, nee, eigentlich ist der Konformismus das prägende Phänomen unserer Zeit. Liebe Cornelia Kopitsch, wir freuen uns sehr auf den Vortrag. Ich begrüße Sie herzlich im Namen von uns allen und freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank. Ja, ich begrüße alle ganz herzlich.
insbesondere, dass Sie trotz des schönen Wetters jetzt hierher gefunden haben. Immerhin haben wir jetzt in diesem phänomenalen Sommer den 6. Monat, der warm, der sommerlich warm ist. Und ganz herzlichen Dank auch an Peter Siller für die Einladung. Ich freue mich sehr, auch wenn das bedeutet, zu dem etwas unbeliebten Buchstaben Y jetzt hier ein Thema gefunden haben zu müssen. Aber das Generation Y ist ein Thema, was sich sehr gut einbinden lässt in Themen, die ich seit einigen Jahren bearbeite. Und ich möchte mein Generationsporträt, wie ich das nenne, auch nicht, was auch nicht von der Höhe stattfinden wird, sondern eher eine Perspektive aus der Froschperspektive auf Gesellschaft darstellt, mit zwei Fallvignetten beginnen, die aus meiner Sicht zwei typische Figuren der Generation repräsentieren. Die erste Figur ist aus dem Spielfilm Oh Boy, wo Tom Schilling, wenn Sie den Film gesehen haben, aufs Schönste ein Klischeebild seiner Generation repräsentiert. Einen Tag und eine Nacht driftet der in 20er Nico durch Berlin, kraftlos, egozentrisch, selbstmitleidig. Schillings Filmfigur ist so unentschlossen, dass sie sogar daran scheitert, einen Kaffee zu bestellen. Die Möglichkeiten sind einfach zu zahlreich. Diese oder jene Kaffeesorte, mit oder ohne Milch, Sojamilch oder normal, geröstet oder ungeröstet, und darf ein ganz normaler Kaffee wirklich 3,40 Euro kosten? Der Protagonist im Generationsporträt Oh Boy bietet das Klischeebild eines Drifters. Nico hat keinen Job und er lebt von der Studienunterstützung seines Vaters und er hat keine Freundin. Eine weitere fiktive Person, nennen wir sie Anna, repräsentiert einen völlig anderen Typus dieser Generation. Nach einem Studium der Germanistik und einem kurzen Praktikum bei einer NGO in Brasilien hat sie einen Einstieg immerhin mit 27 als Beraterin bei McKinsey geschafft, verdient nun viel Geld und jettet um die Welt. Man kann sie getrost als selbstoptimierte Perfektionistin betrachten, da sie trotz des zeitintensiven Berufslebens ihre persönliche Weiterbildung, regelmäßigen Sport, die Pflege von Freundschaften, von Familienangehörigen und gute Ernährung natürlich nicht vernachlässigt. Auf einen festen Partner will sie sich erst, so sagt sie, mit Anfang 30 festlegen und dann so etwa mit Mitte 30 eine Familie zu gründen. So plant sie das. Die beiden Figuren könnten gegensätzlicher nicht sein. Und dennoch ist ihnen etwas gemeinsam. Beide sind typische Vertreter der Generation Y. Davon möchte ich ausgehend ein Generationsporträt zeichnen, das im Anschluss an Karl Mannheim zunächst den Generationszusammenhang, also das Lebensgefühl, den Habitus und die Deutungsbedürfnisse oder die existenziellen Problemlagen dieser Generation fokussiert und dabei entlang dreier Thesen zu den existenziellen Deutungsbedürfnissen sich entlang hangelt. Und zwar geht es um drei Fragen dabei. Zunächst, wie vermeide ich die Bedrohung, also aus der Generation Y, die davon ausgeht, eine falsche Wahl, also eine falsche Lebensentscheidung zu treffen und dadurch eine bessere Option zu verpassen? Oder anders formuliert, wie gehe ich mit der Bedrohung um, erwachsen zu werden? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, was bedeutet heute für die Generation Y Authentizität und Sinnstiftung in einer Phase der kulturkapitalistischen Spätmoderne, sagen wir mal. Also in einer Phase, in der der Geist des Kapitalismus eine solche Sinnstiftung an die Ökonomie bindet. Was ist dann noch Authentizität? Das ist die zweite Frage. Die dritte Frage ist, was ist Solidarität und Zugehörigkeit in einem durch Marktimperative gestalteten Wettbewerbsordnung? Meine Daten stützen sich oder das Generationsporträt stützt sich in seinem empirischen Teil auf die Shell-Studien 2006, 2010 und 2015, die von dem Team Hurelmann durchgeführt worden sind, also die auch praktisch repräsentativ sind, insofern als sie alle Bevölkerungsgruppen mit einschließen und auch die unteren Sozialklassen enthalten. Und ich stütze mich konzeptionell auf den Generationsbegriff von Karl Mannheim,
der Generationen als Trägergruppen des sozialen Wandels betrachtet und diese entlang dreier Dimensionen studiert hat, nämlich entlang ihrer historischen Lagerung. Das ist das, was sozusagen die historischen Umstände oder Zäsuren sind, die für die jeweilige Generation oder die Geburtskohorten in ihrer Jugend oder ihren jüngeren erwachsenen Jahren prägend geworden sind. Also was sind die gesellschaftlichen Umstände oder historischen Zäsuren, die für die Generation Y identitätsprägend waren. Zweitens den Generationszusammenhang, der gründet auf einem gemeinsamen Lebensgefühl, einem Habitus und schließlich den unterschiedlichen Generationseinheiten, die sehr gegensätzlich sein können, aber dennoch etwas gemeinsam haben. Zu der Generationslagerung, ich habe hierfür eine kleine Tabelle vorbereitet, die im Wesentlichen auch von der von Hurlmann entspricht, wo ich alle Generationen der Nachkriegszeit aufgelistet habe hinsichtlich ihrer Geburtsjahrgänge, ihres heutigen Alters und der prägenden Phase, die also auf der rechten Spalte abgebildet ist, der Zeit ihrer Jugendphase. Und da können Sie dann also sich schon mal selber einordnen, damit Sie ungefähr wissen, wo Sie hingehören. Und die Generationslagerung Y, das sind, zu denen zähle ich die Kohorten, die zwischen 1980 und 1995 geboren sind. Und gemeinsam ist diesen Kohorten, dass sie nach dem Fall des Eisernen Vorhangs jung gewesen sind. Also sie haben das System vorher nicht mehr mitgekriegt. Also sie sind nicht in einer Gesellschaft aufgewachsen wie die Babyboomer, zu denen ich beispielsweise gehöre, die Phase der Blockparteien, die Phase der ausgehenden Industriemoderne, der organisierten Moderne noch mitgekriegt haben, sondern sie sind sozusagen exakt in der Phase des, was man manchmal als Neoliberalismus bezeichnet, jung gewesen. Und diese Phase des unbestrittenen Vorherrschaft des Neoliberalismus ist jetzt allmählich zu Ende, nämlich mit dem Aufstieg der AfD, und da komme ich dann später noch zu. Sie sind also in einer Phase groß geworden, die also geprägt worden ist von dem Fall des Eisernen Vorhangs, also des Mauerfalls, und zweitens von der Hartz-IV-Reform, also den Auswirkungen, auch wenn wir hier in der Böll-Stiftung sind, muss man doch sagen, dass die Agenda 2010 eine historische Zäsur in Deutschland darstellte, insofern als sie mit Lockerungen des Kündigungsschutzes, mit Prekarisierung der Arbeit, Ausweitung atypischer Beschäftigungsverhältnisse einherging. Und die Y-ler sind die Generation, die diese Veränderung bereits mit ihrem Berufsstaat erlebt hat und nicht so wie die Babyboomer erst mit 40 Jahren oder mit 35 Jahren. So, dass es also keinen Bruch gab, sondern sie sind direkt in das System hineingewachsen, das man also auch als System der Alternativlosigkeit, also sie sind ohne System Alternative aufgewachsen, was nicht bedeutet, dass man jetzt in der Altersgruppe der Babyboomer wirklich glaubte, dass der Kommunismus eine realistische Alternative darstellt, aber sie war eine Denkweise. Es gab eine Alternativstruktur, es gab sozusagen einen Platz für eine Utopie. Und das ist sozusagen etwas, was die Generation Y nicht mehr erlebt hat. Das ist meines Erachtens spielentscheidend. Anders als die nach 1995, und das ist jetzt die andere Grenze der Generation, nämlich die Generation, die manchmal jetzt mit Generation Z bezeichnet wird, also anders als die nach 1995 Geborenen, profitieren die Y-ler andererseits nicht vom demografischen Wandel, also von dem Wiederzunahmen der Arbeitsmarktopportunitäten, also einer Entspannung auf dem Arbeitsmarkt, die also vorteilhaft für die Arbeitnehmer der Zukunft sein wird. Also der demografische Wandel, das Schrumpfen der Bevölkerung wird bedeuten, dass Arbeitnehmer in eine bessere Machtposition kommen und die Bedingungen ihrer Beschäftigung wieder mehr bestimmen können. Also das ist ja leider auch an der Generation Y vorbeigegangen. Die Generation Y ist also die neoliberale Generation par excellence. Ich komme also zur Frage 1, wie vermeide ich die Bedrohung, die davon ausgeht, eine falsche Wahl zu treffen und dadurch eine bessere Option zu verpassen? Klingt erstmal banal, ist aber existenziell insofern als eine Situation, die also die Generation Y in ihrer Jugend erlebt, dadurch gekennzeichnet ist, dass es unglaublich viele Optionen gibt, aber auch unglaublich viel Ungewissheit. Das heißt, wir können einfach nicht wissen, welches die beste Entscheidung ist. Wir haben unglaublich viele Entscheidungsmöglichkeiten, aber
sobald wir uns auf etwas festlegen, fallen uns vielleicht ganz viele andere Sachen auf, die wir jetzt nicht mehr wählen können und die das aber, die unser Leben entscheidend verbessert hätten. Und deswegen ist diese Entscheidungsfrage zu einer Frage der habituellen Konstitution dieser Generation geworden. Das erläutere ich gleich, nämlich wie die beiden Fallvignetten zeigen, gibt es auf die Frage, wie man mit dieser Ungewissheit und der Optionsvielfalt umgeht, eben mehrere Antworten, also mehrere Formen, sich Persönlichkeiten, also als Persönlichkeit sich dorthin zu entwickeln. Einmal kann man sich eben treiben lassen in der Erwartung besserer Optionen, oder aber man kann eben versuchen, auf den Optionen zu surfen und zu optimieren, oder aber man kann auch eine Art Perfektionismus in den kleinen Dingen betreiben, während man in den großen Dingen versucht, sich irgendwie durchzuwursteln. Also diese Möglichkeiten gibt es. Und was aber in allen Fällen bedeutet, ist Elastizität. Also der Charakter oder der Habitus dieser Generation ist von einer unnachahmlichen Elastizität. Das wird bei Tom Schilling sichtbar, aber gilt auch für andere Typen dieser Generation. Und meint die Fähigkeit, sich flexibel im Wechsel der Situationen zu zeigen und Kompromisse im Umgang mit den wechselnden Umständen des Lebens zu finden. Dadurch bleibt einem manche unangenehme Überraschung erspart, nämlich plötzlich irgendwo zu landen, wo man es nicht erwartet hätte. Im Habitus der Elastizität dieser Generation, so kann man sagen, manifestiert sich ein epochaler Wandel der Verhaltenssteuerung. Also es ist nicht einfach nur ins persönliche Belieben gestellt, dass ich so einen Habitus entwickle, sondern ich werde mehr oder weniger dazu gezwungen, weil ich in einer Situation des auf Dauer gestellten Wandels nicht mehr an fest in der Person verankerte Werte und Steuerungssysteme, also an eine wirkliche moralische Grundsubstanz der Persönlichkeit mich verankern kann. Also wer das tut, ist im Zweifel aufgeschmissen, weil in dem Augenblick, wo Normen immer wieder verändern, wo sich andauernd Spielregeln verändern, wo ich in der Situation so sagen muss und in der anderen was ganz anderes meinen soll, in der Situation ist es fatal, wenn ich diese Norm wirklich verinnerliche. Das macht mich angreifbar, das macht mich verletzlich. Und in der Soziologie von David Riesmann, der schon in den 50er Jahren von einem außengeleiteten Charakter gesprochen hat, kann man sagen, die Generation Y ist ein Prototypus eines solchen außengeleiteten Charakters. Nach David Riesmann könnte man auch sagen, wir haben also die drei Nachkriegsgenerationen, skeptische 68er und Babyboomer, die waren weitgehend nach dem Modell des sogenannten Kreiselkompasses orientiert. Das heißt, sie haben diese inneren Werte und Überzeugungen, an denen man festhält, auch in Krisenzeiten oder auch in Zeiten des sozialen Wandels, weil sie Teil der Persönlichkeit ist, das haben die Y'er in weitaus geringerem Maße. Sie haben praktisch den Kreiselkompass ersetzt durch ein Radargerät und sind praktisch darauf geeicht, permanent die Signale der anderen zu empfangen. Das Ich wird dadurch zum Ich der anderen und steht dann allerdings vor dem Problem, ein Bild für sich selbst zu gewinnen. In populären Diagnosen wird diese Elastizität mit Stichworten auch wie Ego-Taktika, also Hurlmann zum Beispiel behauptet, es seien heimliche Revolutionäre zwar, aber eben auch Ego-Taktika, hyperflexible Problembearbeiter oder eben auch der Charakter der Improvisation. Polyvalenz heißt das Zauberwort der Stunde. Und wenn man zum Beispiel eine Metapher aus dem Sport benutzt, dann kann man sagen, es ist nicht ratsam, sich auf Weitsprung zu kaprizieren, nur weil gerade Weitsprung verlangt wird. Am Ende werden möglicherweise Laufen und Hochsprung benotet. Das weiß man aber vorher nicht, deswegen muss man das alles im Auge behalten. Dass es sich bei diesen Orientierungen nicht etwa um eine strategische, sondern um eine verinnerlichte Haltung handelt, zeigt sich daran, dass diese nicht auf Wunsch einfach abgelegt werden kann, sobald es dem Einzelnen sinnvoll erscheint. Also speziell dann natürlich, wenn man tatsächlich jetzt endlich mal als Mit- oder Enddreißiger den Sprung in das Erwachsenenleben geschafft hat und die Postadoleszenz endlich einer erfolgreichen Festanstellung und Familiengründung gewichen ist, dann stellt sich den Y-Lern meist die Frage, und was nun und wozu?
weil genau darauf sind sie nicht vorbereitet. Sie sind darauf vorbereitet, permanent auf der Schwelle sich zu befinden, von einer Situation in die andere zu wechseln, aber nicht zu sagen, okay, jetzt habe ich etwas gefunden und damit bin ich zufrieden. Dafür steht das Y im Namen der Generation. Es steht für Y, also für eine Generation, die sich irgendwann Fragen nach dem Warum und Wozu des Lebens stellen wird, weil dieser Sinn nicht mehr in diesem Kreiselkompass, also in der Persönlichkeit, fest verankert ist, sondern in Form von Projekten geliefert wird, was eben auch dazu führt, wichtige Entscheidungen sehr lange offen zu halten. Beruf, Partnerwahl, Familienplanung, alles wird offen gehalten in Erwartung noch besserer Optionen. Speziell auch die Familiengründung wird dann ein Problem mit dem Risiko der letztendlichen Partner- oder Kinderlosigkeit. Und der Sinn am Ende wird dann selber zu einem Projekt, zu einer Zutat, die dem Leben am Ende noch hinzugefügt werden muss. Kommen wir zur zweiten Frage. Das wäre die erste Frage der Elastizität, also der Problemlage des Habitus und der Frage des Sinns, die aus dem elastischen Charakter folgt. Die zweite Frage war ja die Frage nach der Authentizität und den Emotionen in einer Gesellschaft, die, in der der Kapitalismus sehr stark in das Kulturelle ausgreift. Und das Ausgreifen ins Kulturelle ist nicht einfach nur so abstrakt als Kulturkapitalismus oder Kreativkapitalismus, wie Reckwitz das vielleicht mal vor einigen Wochen dargestellt hat, sondern es ist darüber hinaus etwas, was subjektive Ressourcen in den Dienst ökonomischer Märkte stellt und das Emotionale selber zum Investitionsgebiet von Märkten werden lässt. Und andererseits benutzt auch die Persönlichkeit die Ökonomie, um ihre Strukturen aufzubauen. Also man könnte mit Niklas Luhmann sagen, die beiden Systeme verleihen sich wechselseitige Komplexität oder wechselseitige Strukturen zum Aufbau ihrer Komplexität. Sie sind in Koevolution entstanden. Das heißt, die Persönlichkeit wird mehr und mehr auch zu einer Investitionsanlage. Freundschaften sollen sich rechnen, man will nicht in das Falsche investieren, man kalkuliert sozusagen und optimiert sein Leben auf die Frage des Erfolgs innerhalb der Ökonomie, und Leistung und Selbstverwirklichung sollen auch keine getrennten Buchführungen mehr sein. Und dann stellt sich aber irgendwann die Frage, wenn man das tut, was bin ich eigentlich, wer ist ich, was sind meine wahren Gefühle, wen kann ich vertrauen, wer sind meine echten Freunde, wenn ich eigentlich doch immer das Gefühl habe, ich muss mich hier auf einer Bühne bewegen, eine Performance abgeben und dazu meine wahren Gefühle als Authentizitätsressource dem Marktzweck zur Verfügung zu stellen. Die Trennung von Leben und Arbeit, also das klingt ja erstmal ganz harmlos. Die Generation Y will alles. Sie will also Sinn, Stiftung, Selbstverwirklichung, Genuss in der Arbeit. Und die Disziplin und Selbstverwirklichung scheinen keine Gegensätze mehr zu sein. Die Hierarchien sollen flach sein, damit die Kooperation in der Gruppe gedeihen kann. Die Chefin soll ein Coach sein. Und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf soll kein frommer Wunsch bleiben. Die Generation möchte schlichtweg alles. Und der Grund, also diese Konstellation, warum das auch so wenig in Frage gestellt wird, hat eben die Ursache, die ich gerade gesagt habe, nämlich, dass es sich um eine Generation handelt, die praktisch an das System qua Habitus gebunden ist und nicht mehr ein etwas anderes System erlebt hat, wie Babyboomer, die dazu in Distanz treten müssen. Also die Babyboomer kommen nie in Gefahr, das wirklich alles zu glauben, sondern sie sind eine Generation, die ihre Identität und ihre Authentizität und ihre Sinnstiftung immer in Opposition zu dem System gesehen hat. Deshalb ist sie eine Protestgeneration, was bedeutet, dass ihre Persönlichkeit jetzt muss ich gerade mal die Stelle suchen, wo das überhaupt steht. Die Persönlichkeit ist nicht immanent innerhalb des Systems verankert, sondern hat sich immer
aus der Transzendenz oder aus der Transgression, also der Überschreitung der Sinngrundlagen des Systems gebildet. Also das war ein Teil ihrer Projekte, die immer utopisch waren, sei es die romantische Liebe, die voller Schwülstigkeit und Utopien nur so trieft, sei es das politische Projekt, das Private ist politisch, sei es eine emanzipatorische Transgression der Herkunftsbindung oder der Überwindung von starren Strukturen. Die Babyboomer haben sich nie ganz dem System hingegeben. Und genau das unterscheidet sie von den Ypsilonern, die ihre Sinngrundlagen innerhalb des Systems finden. Und dadurch ein System oder ein Prinzip der doppelten Buchführung gebildet haben, nämlich Bildung und Wissenserwerb sollen der persönlichen Selbstverwirklichung dienen, aber sie sollen einem außerdem im Leben auch weiterbringen. Also alles, was man tut, wird im Hinblick auf das persönliche Weiterkommen, aber auch im Hinblick auf den Lebenserfolg wahrgenommen. Und die besten Jobs sind diejenigen, die ein hohes Gehalt mit viel Selbstverwirklichung verbinden. Also es soll auf jeden Fall kreativ sein und es soll einem weiterbringen und es soll aber außerdem noch Geld abwerfen. Und diese Kombination spricht dafür, dass in diesem System Authentizität eine Struktur ist wie in einem Spiegelsystem, nämlich aus jedem scheinbar authentischen, wahrhaftigen Identifikation geht ein Gefühl hervor, dass es doch noch nicht ganz das Wahre war und dass darunter ein weiterer Boden sich befinden muss. Das bedeutet, also diese doppelte Buchführung bedeutet keineswegs, dass Emotionen in der Generation Y keine Rolle spielen, auch außerhalb des Ökonomischen. Sie werden aber nicht mehr gegen die Normen und die Institutionen gerichtet, sondern in deren Dienst gestellt. Sie sind zu formbaren Identitätsressourcen geworden, die oftmals gestützt auf Coaching, Neuroenhancement oder die Produkte des Psychomarktes sehr bewusst gestaltet, optimiert, designt werden. Emotion by Design heißt ein Aufsatz eines Kollegen. Aus der Sicht der Babyboomer, also die ja in gewisser Weise die Elterngeneration darstellt, geht damit eine Verflachung des Gefühlslebens einher. Die Babyboomer betrachten sich selbst als leidenschaftliche Generation. Ihre Gefühlswelten wurden durch romantische Utopien geformt, die das Leben auch in der Liebe, in der Politik und in der Gesellschaft geleitet haben. Das wiederum empfindet die Generation Y als schwülstig. Aus Sicht der Eltern aber fehlt es der Generation wiederum, die allzu sehr in Kalkülen lebt, an Hingabe. Kein Wunder, Liebeskummer erscheint in einer Generation, die von Freundschaft plus schwärmt, nur noch etwas für Loser zu sein. Aber auch der Ausgriff ins große gesellschaftliche Ganze, also die absolute Systemkritik, ist den Ypsilonern fremd. Die Generation Y ist dabei gar nicht unpolitisch, doch hat sie mehr Interesse an Netzpolitik und konkreten politischen Aktionen, die mit den eigenen Leben zu tun haben, statt an unpersönlicher Parteienpolitik, die mit dem eigenen Selbst überhaupt nichts mehr gemeinsam haben. Ihr politisches Engagement verbleibt im Hier und Jetzt des Machbaren, statt generelle Systemkritik zu üben. Was also aus der Sicht der Babyboomer an der Generation Y auch kritisiert wird, ist eine gewisse Naivität zu allen Fragen der Hierarchie und der Macht. Weil die Generation Y ist in Fragen von Macht von großer Unbekümmertheit, von ungebändigtem Perfektionismus in allen Leistungsfragen geritten, fällt es den Berufseinsteigern der Generation Y zumeist nicht auf, wie unendlich sie ihren Arbeitgebern entgegenkommen. Sie sind selbst Unternehmer, Selbstausbeuter, die sich auch noch anklagen, wenn etwas schiefläuft. Und da das Scheitern immer an der eigenen Unzulänglichkeit zu liegen scheint, herrscht große Bereitschaft zur bedingungslosen Anpassung. Hinzu kommt eine gewisse Blindheit für Machtverhältnisse in Betrieben, da letztere durch die vermeintlich flachen Hierarchien in der Teamarbeit kamoufliert werden, auch ganz bewusst kamoufliert werden von den Vorgesetzten, die ja auf die Generation der Babyboomer sind. Die Orientierung an der Projektlogik hat zur Unleserlichkeit des Sozialen beigetragen. Das Private ist politisch, war der Slogan der Alternativbewegung aus der Babyboom-Generation: Das Persönliche wird ökonomisch, so könnte man die Haltung der jungen Erwachsenen aus der Generation Y heute bezeichnen.
Die Voraussetzung für diese Gefühlskultur, die manchmal auch als Coolness betrachtet wird, ist nicht ungezügelte Emotionalität, sondern emotionale Intelligenz. Wie ein Bestseller von Daniel Coleman aus dem Jahre 1997 heißt, das heißt die Fähigkeit zum gezielten, psychologisch geschulten Einsatz von Emotionen. Ich komme zum dritten Punkt, also der dritte existenzielle Problembereich der Generation Y ist die Frage der Zugehörigkeit und der Solidarität. Das sind selbstverständlich auch Grundfragen, die die anderen Generationen umgetrieben haben. Aber im Unterschied zu den vorhergehenden Generationen tauchen diese Fragen jetzt in anderen Ambivalenzen auf, also in anderen Polaritäten und sind damit auch andere, völlig andere Fragen. Denn die Solidarität und Zugehörigkeit der Generation Y ist ganz klar strukturiert. Sie gehört der Familie. Der Familie aus verschiedenen Gründen. Und im Unterschied zu den Babyboomern ist die Generation Y eine durch und durch traditionelle Generation. Wenn wir als traditionell die automatische oder selbstverständliche Weitergabe von Werten betrachten. Weil laut Stellstudien sind 75% der Generationsangehörigen mit ihren Eltern nicht nur zufrieden, sondern sie würden ihre eigenen Kinder genauso erziehen, wie sie es selbst erlebt haben. Und nichts anderes meint ja Tradition, nämlich die Weitergabe von Werten, ohne sie nochmal zu hinterfragen, nicht wahr? Also sie ist eine traditionelle Generation und alles andere als das, was Hurlmann behauptet, der von den heimlichen Revolutionären spricht. Da muss man dann leider dazu sagen, es ist einfach zu heimlich, als dass man noch von Revolutionären sprechen könnte. Ich spitze ein bisschen polemisch zu und wenn ich die Generation vielleicht auch ein bisschen kritisch sehe, kann das auch damit zusammenhängen, dass ich selber zu den Babyboomern gehöre. Also Sie mögen mir das verzeihen, aber ich denke, ich möchte auch hier ein bisschen provozieren, damit Sie es nicht zu leicht haben. Was dabei vor allem tradiert wird, ist die Klassenzugehörigkeit. Denn wenn man es mal ganz klar sieht, also soziologisch sieht, dann kann man sagen, die Bindung an das Elternhaus ist ein machtvolles Vehikel der sozialen Polarisierung und in Deutschland vielleicht sogar das machtvollste Vehikel der sozialen Polarisierung der Klassengesellschaft durch die Intensivierung der intergenerationellen Weitergabe von Klassenprivilegien. Ja, also das ist nicht etwas Privates. Wenn man jetzt Generationsporträts in der Populärwissenschaft betrachtet, dann hört sich das immer so an. Ja, die lieben ihre Eltern, die Eltern sind ja auch so nett. Man muss ja auch dazu sagen, sie sind viel toleranter als unsere Eltern. Ja, also die Eltern der Babyboom-Generation waren oft noch sehr provinziell oder autoritär oder irgendwie kleingeistig und haben Unmögliches verlangt. Dagegen sind die Eltern der Generation Y von äußerster entgegenkommen und lassen ihre Kinder alles machen. Und aus diesem Grund gibt es auch keinen Grund mehr, so richtig aus dem Elternhaus auszuziehen, weswegen auch die Generation als Nesthocker verschrien ist. Ich möchte das jetzt nicht nur kritisch sehen, weil es ist ja auch gut, dass man ein schönes Verhältnis zu seinen Kindern hat, zu seinen Eltern hat. Aber man sollte sich klar sein, was des Pudels Kern der Sache ist, nämlich genau die Frage der sozialen Spaltung. Weil wir haben in Deutschland wie in keinem anderen Land eine sehr verschärfte Herkunftsabhängigkeit von Bildungs- und Lebenschancen, ja, die stärker ausgeprägt ist als in fast allen anderen westlichen Ländern und die vor allen Dingen seit einigen Jahren wieder stärker zuschlägt. Es gab ein paar Mobilitätsfenster, gerade für die Babyboomer, das sind oft Aussteiger gewesen. Sie konnten also aufsteigen qua BAföG, qua Sozialstaat, qua sozusagen auch der Alternativbewegung, die ein Transmissionsriemen des Milieuwechsels war. Ja, wir waren sozusagen so eine Art Karussell, ein Milieukarussell. Die Universitäten waren Schmelztiegel. Man hatte, wenn man als Kind spielte, dann war man nicht in einer sogenannten Inselkindheit zu Hause, sondern man spielte auf der Straße mit ganz vielen Kindern zusammen. Da waren Lehrerkinder, Arbeiterkinder, alles zusammen. Und wenn es 18.30 Uhr war, rief die Mutter aus dem Fenster die Namen der Kinder und sie kam wieder rein. Und in der Zwischenzeit wusste niemand, was diese Kinder machen. Keiner kam auf die Idee, die Kinder irgendwo hinzufahren.
Ja, also es war keine sogenannte Inselkindheit. Und diese Insularisierung der Kindheit, ich meine, man kann es ja sich den Y-Lern vorwerfen, weil die Babyboomer sind das, die Eltern sind. Warum machen die sowas? Ja? Warum sind sie so ängstlich und fahren ihre Kinder die ganze Zeit mit dem Auto herum? Aber diese Insularisierung ist eben genau das, was ich gerade auf Soziologisch gesagt habe, ein Vehikel der Intensivierung der sozialen Polarisierung durch intergenerationale Weitergabe sozialer, ökonomischer und kultureller Mitgiften. Weil es geht dabei natürlich ums Geld. Sind meine Eltern in der Lage, mich in Krisensituationen aufzufangen, mir das 15. Praktikum zu finanzieren, mich im Spanischunterricht zu unterstützen, einen Auslandsaufenthalt zu genehmigen? Oder sind sie all das eben nicht? Und das ist eine Frage der Startchancen. Und die lange Postadoleszenz bis in die Mit-30er ist natürlich das Vehikel, in dem diese Klassenkulturen ausgebildet werden. Die Eltern sind also aus zwei Gründen populär. Also erstmal sagen die Generation Y, ohne Familie können sie sich überhaupt kein Leben vorstellen. Und damit meinen sie eben natürlich nicht nur die Familie, in die sie später mal sich hineingründen, sondern auch die Herkunftsfamilie. Aber die Gründe sind eben, sie haben tolerante, liebe Eltern, die sich sehr darum kümmern und sehr um ihren Lebensweg besorgt sind in der Mittelschicht, in der Unterschicht eben nicht, das ist der Unterschied. Und das Zweite, sie sind Rückfallpositionen, weil die Freundschaften in der Generation Y das nicht mehr bieten. Ja, wir haben also, ich sehe schon Kopfschütteln, also wir aber vielleicht nochmal zum Freundschaftskonzept. Die Generation Y ist eine virtuosen Generation der Weak Ties, also der schwachen Bindungen, die ein großes soziales Kapital darstellen, wenn man sie richtig verwendet. Dafür steht Facebook, dafür steht die Teamarbeit, dafür steht die Projektlogik. Und das ist etwas, was so lange funktioniert, wie man eben surft. Aber wer sich in Krisenzeiten auf diese Netzwerke verlässt, der merkt, wie schnell sie zurückweichen. Dann ist guter Rat teuer, dann ist Solidarität oft gar nicht mehr greifbar. Und in dem Moment kann man auf die Eltern als Rückfallposition der emotionalen und sozialen, moralischen und finanziellen Unterstützung zurückgreifen. Das ist der zweite Grund, warum das so zentral ist. Ich komme noch mal eine Bemerkung und dann auch allmählich zum Schluss zu der Frage, was es mit den Eltern und den Babyboomern noch auf sich hat. Erstmal ist der Netzwerkkapitalismus mit seinen Weak Ties, anders als das, was man über ihn sagt, keine einfache bloße Freiheit, sondern er hat seine eigene Dialektik. Er entlässt den Einzelnen nicht in eine größere Freiheit, sondern verweist ihn paradoxerweise auf die Herkunftsbindungen zurück, die als Rückfallposition zentraler werden. Also man wird nicht autonomer, sondern man wird praktisch enger auf die Herkunftsbindung, auf die allernächsten Bindungen zurückverwiesen. Und zweitens hat die enge Bindung an der Familie auch sozialpolitische Implikationen, die mit der Frage der Gestaltbarkeit des Lebens zu tun haben. Stärker als in allen anderen Generationen zuvor seit Bestehen der Bundesrepublik sind also die Lebenschancen, ich bin etwas irritiert von dem Wort, aber ich mache mal eben. Die gesellschaftspolitischen Implikationen sind: Die Entfernung vom Elternhaus hatte in den Protestgenerationen, also bei den Babyboomern, nicht nur geografische, sondern auch kulturelle Entfernungen erzeugt und politische Entfernungen. Sie sind, wie gesagt, oftmals mit wenig toleranten oder weniger toleranten Eltern aufgewachsen. Sie mussten dafür kämpfen, sich aus provinziellen Verhältnissen oder traditionellen Geschlechtsrollen oder Lebensformen zu befreien. Und das schuf ein kollektives Bewusstsein, ein politisches Bewusstsein, insofern als die Babyboomer ihre Lebensbedingungen nicht einfach hingenommen haben, sondern als kollektive Gestaltungsaufgabe begriffen haben. Das meint ja genau der Slogan, das Privat ist politisch, der kommt aus der Frauenbewegung, aber kann praktisch auf alle Lebenslagen der Generation auch übertragen werden.
weil es darum geht, die Gestaltbarkeit der Gesellschaft als Alltagsaufgabe auch zu begreifen, was eben in den Alternativkulturen der Großstädte geschah. Man ist also, vielleicht kennen Sie den Film von Edgar Reitz, Heimat, die zweite Heimat. Man ist also aus den Kleinstädten in die Großstädte gegangen und hat da eben die Regenbogen-Alternativkultur, die Buchläden, die Alternativ-Arbeits- und Stadtteilstrukturen vorgefunden, in denen eine neue Form der Reflexion, also man könnte sagen, die Dauerreflexion über die Lebensverhältnisse, alles wurde besprochen. Die WG war nicht etwa eine Zweck-WG, nein. Man saß dann abends bei Rotwein zusammen und hat über das ganze große Leben, über die Geschlechterverhältnisse, über die persönlichen Beziehungen nachgedacht und gesprochen, ganz lange gesprochen. Das alles ist heute nicht mehr so, auch in der Babyboomer-Generation, es gibt nicht mehr so viel zu bereden. Aber es war ein Teil dieser Generationserfahrung und des kollektiven Lebensgefühls, das eminent politisch war. Ich komme zu meinen Schlussbemerkungen. Wie geht es weiter? Was können wir also jetzt im Ausblick auf vielleicht eine neue historische Phase, die jetzt mit dem Aufstieg der AfD begonnen hat? Denn der Aufstieg der AfD ist aus meiner Sicht das Ende der unbestrittenen Vorherrschaft des Neoliberalismus. Das heißt nicht, dass es keinen Neoliberalismus oder keine Ökonomisierung mehr gibt oder keine Globalisierung, aber es gibt sozusagen eine Kultur- und Politopposition, so unangenehm das auch ist, die dort zwischengerätscht. Und aus meiner Sicht sind dabei zwei Dinge zu beachten. Zum einen hat man sehr lange die ökonomischen Ungleichheiten beleuchtet, die in Deutschland seit der Agenda 2010, aber vielleicht auch schon vorher im Zuge des Anstiegs der Arbeitslosigkeit und der Konjunkturkrisen immer größer geworden sind. Man hat also sehr stark beobachtet, wie ökonomische Spaltungen in dieser Gesellschaft entstanden sind. Was man aber weniger beachtet hat, das ist die Frage des sozialmoralischen und des kulturellen Wandels. Das heißt, man hat sehr lange die Augen davor verschlossen, dass diese Klassengesellschaft nicht nur ökonomisch gespalten ist, sondern sich kulturell, sozialräumlich und sozialmoralisch verfestigt hat, als ständische Klassengesellschaft in Erscheinung tritt, was zum einen in der räumlichen Segregation, die jetzt zum Beispiel schon wieder in einer Studie auch des WZBs zum Ausdruck gekommen ist, also die räumliche Segregation nach Sozialklassen, wo eben die Innenstädte der großen attraktiven Großstädte, wie hier zum Beispiel in Berlin, zunehmend durch die Bobos, also durch die akademische Mittelklasse besetzt werden und andere Bewohner zunehmend an den Rand driften oder in Peripherien abwandern. Zweitens zeigt sich die ständische Verfestigung in einer Homogamie der Partnerwahl, die also seit den 90er Jahren noch mal deutlich angestiegen ist. Also Homogamie der Partnerwahl meint, gleich und gleich gesellt sich gern und ich wähle mir einen Partner aus der gleichen Sozialklasse. Das hat in den letzten Jahren nicht etwa abgenommen, entgegen dem, was man oft so glaubt, dass sich das irgendwie mehr durchmischt oder so. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Die Bildungshomogamie hat zugenommen, was natürlich auch die Ursache hat, dass Frauen zunehmend gebildeter sind. Und drittens zeigt sich die ständische Verfestigung der Ausbildung der Wissensökonomie und eines neuen, sagen wir mal, kulturellen Habitus und Lifestyles, der durch und durch Wissen und Lernen geprägt wird, der also in der akademischen Mittelklasse eine kulturelle Allesfresserei in Gang gesetzt hat. Ich will das gar nicht negativ bewerten, aber diese Art des Umgangs mit Kultur und Wissen unterscheidet sich fundamental von dem, was es in früheren Zeiten oder vielleicht auch jetzt noch in anderen sozialen Klassen gegeben hat, nämlich dass Kultur ein Bezugsrahmen war, in dem man sich eingeordnet hat, entweder durch Wissenskanoni oder eben durch festgefügte Wertorientierung. Und die Kultur war eine Art Baldachin und ein gemeinsamer kollektiver Bezugsrahmen. Und inzwischen ist die Kultur zu einer Ressource geworden. Und das wiederum hat Auswirkungen auf Fragen der Solidarität, die daher, also um jetzt nochmal den Schwenk, der ja obligatorisch ist, zum Rechtspopulismus zu machen, in dem Maße
fraglich geworden ist, wie Solidarität in marktförmigen Strukturen einfach schwieriger zu realisieren ist. Also der soziale Kitt der Gegenseitigkeit des sogenannten Sozialkapitals, also das darauf beruht, dass ich mich auf jemand verlassen kann, dass ich Vertrauen habe, dass ich Gegenseitigkeit erlebe, dass ich über mein Scheitern beispielsweise sprechen kann. Das alles funktioniert nicht unter einer Maßgabe der Marktvergesellschaftung von Sozialordnung. Also wenn ich, um es mal vielleicht in einem Beispiel zu nennen, wenn ich zum Beispiel auf Wettbewerben, wenn ich in Winner-Take-All-Märkten mich bewege, wo einer die Stelle kriegt und 90 andere nicht, wo es die ganze Zeit darum geht, wie ist die Konkurrenz, wo jeder kleine Vorteil mein eigener Nachteil ist, wie will ich da noch eine Reziprozität erleben? Und die Schizophrenie besteht darin, dass man vielleicht von anderen etwas verlangt, nämlich diese Solidarität mit anderen zu haben, nämlich mit denen, die sie als fremd empfinden, die wir vielleicht auch nicht mehr bereit sind zu gewährleisten. Damit möchte ich schließen, weil ich denke, das ist jetzt an der Zeit. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Koppert. Ich denke, der Applaus gibt Ihnen schon mal recht, aber wir werden jetzt trotzdem ein bisschen diskutieren und ich bitte alle, sich schon mal Fragen oder auch kurze Kommentare zu überlegen. Wir werden nicht alle dran nehmen können, das weiß ich jetzt schon, aber wir werden uns gleich Mühe geben, wenigstens einige Stimmen hier zusammenzutragen. Also machen Sie sich schon mal Gedanken. Ich würde sozusagen als Warm-up gerne mal zwei Fragen schnell voranstellen, bevor das Publikum spricht. Jetzt auch wieder noch mal ein bisschen zuspitzt. Also ich glaube, wir haben das schon verstanden, dass sozusagen diese Figur der Generation Y jetzt auch eine Zuspitzung war. Wenn 75% so und so sind, dann sind 25% immer noch anders und so weiter. Ich habe übrigens gemerkt, ich bin echt nicht Generation Y. Ich bin Generation X, habe ich jetzt nochmal gemerkt. Eine weitere Ausgabe in der nächsten Vortragsreihe. Was ich noch etwas zugespitzt fragen wollte, Frage 1. Brauchen wir in gewisser Weise wieder mehr entfremdete Arbeit? Habe ich mich gefragt. Wenn Sie sagen, das Problem ist eigentlich, dass man sein ganzes Glück in der Arbeit sucht, in der Arbeitswelt. Und das ist, Sie nannten das keine getrennte Kontenführung. Ich meine, wäre es eigentlich mal wieder an der Zeit zu sagen, Job ist Job und Grillen ist Grillen und ich will nicht jetzt jeden Tag noch mit meinem Chef grillen? Also wäre das eine erste Hilfestellung für die Generation Y? Ja, natürlich, genau. Also das habe ich jetzt nicht erwähnt, aber das ist in der Tat richtig. Wir haben also das ist eine Gegentendenz, dass man einfach sagt, okay, wir wollen diesen Selbstverwirklichungsanspruch und den Erfolgsanspruch und alles in eine Waagschale und die totale Überladung der Erwartungen an das Leben, das soll aufhören. Und eine sicherlich wichtige Weichenstellung war die Erfindung des Titels des High Potentials. Das klingt jetzt erstmal nach einer weiteren Leistungssteigerung, aber es bedeutet auch, man signalisiert allen anderen, die eben kein Label als High Potential haben, dass sie jetzt hier nicht so wahnsinnig sich anstrengen müssen, dass sie also in die zweite Reihe der, sagen wir mal, wissenschaftlichen Fachkräfte zurücktreten dürfen und jetzt nicht zum CEO werden und dass damit eine andere Work-Life-Balance möglich ist. Von daher kann man, das wäre die erste Antwort. Und die zweite Antwort, ja, ist vielleicht tatsächlich etwas, was etwas wieder nochmal in die pessimistische Richtung geht. Wir haben tatsächlich beobachtet in verschiedenen psychologischen Studien, dass in dem Augenblick, wo Freiheit mit absolutem Kontrollverlust einhergeht, also wo Freiheit auf Ohnmacht oder Scheiternserfahrung tritt, der Wunsch nach Fremdkontrolle ganz, ganz groß wird. Ja, also dass in dem Augenblick, wo man genau diese Freiheit als Last erfährt, sich wieder fremden Strukturen unterordnen möchte. Vielleicht mal ein Beispiel aus meinem eigenen Bekanntenkreis. Eine junge Frau, die dann plötzlich ins Kloster geht und die sagt, dort ist der Tagesablauf so schön,
vorgeklärt. Ja, ich muss jetzt nicht aufstehen und mich selber zwingen, um aufzustehen, weil ich Depressionen habe, sondern ich kann mich ganz diesem Tagesablauf überlassen. Und deswegen würde ich sagen, ja, die Antwort auf die Frage ist eindeutig ja. Wir brauchen mehr. Also offenkundig ist diese, das gilt nicht für alle. Manche schaffen das ja mit dem Surfen, manche sind erfolgreich, manche gewinnen im Winner-Take-All-Spiel den ersten Preis. Aber alle anderen kriegen Schwierigkeiten. Und da stellt sich die Frage, kann man sozial-moralisch diese extrem anspruchsvolle, marktförmige, permanente Konkurrenz, kann man das wirklich noch länger tragen in dieser Gesellschaft? Und die Populisten haben da sicherlich ihre eigene Antwort auf die Frage gefunden. Wenn Sie widersprechen wollen, gleich. Ich hatte noch eine zweite Frage, das fiel mir auf nochmal zu diesen sogenannten Alternativkulturen der 70er und 80er Jahre, die ja in Ihrem Vortrag doch ganz gut wegkamen. Weil ich mich gefragt habe, als jemand, der die auch ganz gut kennengelernt hat, ob das eigentlich so stimmt. Ich meine, ich sag mal, in den Analysen des modernen Kapitalismus werden diese Alternativkulturen ja durchaus als so eine Art Pioniere für diesen Neoliberalismus auch interpretiert. Und tatsächlich hatte ich mich gerade erst auf der Suche nach einem öffentlichen Kindergarten für meine Kinder gefragt, wie ist es denn jetzt zum Beispiel mit dieser Kinderladenkultur der 70er und 80er Jahre? Sind das jetzt eigentlich wirklich so öffentliche Räume, wo jetzt alle zusammenkommen, Arbeiter mit Intellektuellen? Oder sind es, auch wenn die sich für wahnsinnig progressiv halten, im Prinzip eher so Treiber der Schließung? Weil es dürfen zwar alle mitmachen, aber halt dann doch nur, wenn man noch die 50 Euro für den Yogakurs parat hat und so weiter und so fort. Ja? Also würden Sie das tatsächlich so positiv sehen mit Blick auf soziale Inklusion, soziale Teilhabe, was diese Alternativkulturen da an Vergemeinschaftungsprojekten entwickelt haben? Ja, sicherlich nicht mehr. Also das ist eine historische Sondersituation gewesen. Und wenn man es boshaft formuliert, könnte man sagen, die Babyboomer war die Generation, die einer Strickleiter selber hochgeklettert ist und nachdem sie oben war, die Strickleiter hochgezogen hat. Ja? Das ist genau, also wenn man es wirklich ganz böse sagt, weil das sind die Eltern, die jetzt darauf achten, dass ihre Kinder die beste Förderung von klein an, die pädagogisch wertvollen Holzspielzeuge hat, die garantiert guten Nachbarn und die richtigen Schulen und so weiter und so fort. Das ist ja die Generation. Und das sind, glaube ich, zwei verschiedene historische Epochen. Das eine war die Epoche der Schmelztiegelkultur und der Alternativkulturen als einmaliges Phänomen. Das heißt aber nicht, dass die Generation, die das durchlebt hat, jetzt noch mal in der Lage ist, das praktisch neu zu konstruieren oder so zu rekreieren. Und die Frage, ja, ich glaube auch, das war das Saatbeet der Schließung, insofern als diese sehr anspruchsvolle Kultur und auch die Schmelztiegelerfahrung eben dazu geführt hat, dass zwei Milieus miteinander verschmolzen sind, so ähnlich wie früher der Adel und das Bürgertum, wie Norbert Elias das beschrieben hat, zu einem neuen Bürgertum verschmolzen ist, so ist eben auch die Kultur der Bohemians oder der Alternativkultur mit der Bourgeoisie so verschmolzen, dass sie jetzt ein Teil der Herrschenden des neuen Bürgertums geworden ist. Und sicherlich kann man jetzt von Durchmischung nicht mehr sprechen. Okay. So, das war der Warm-up-Teil. Und jetzt machen wir das folgendermaßen. Mein Kollege Stefan Debbing, bei dem ich mich übrigens sehr herzlich bedanke für die Veranstaltungsorganisation, hat ein Mikrofon. Und wir würden jetzt einmal, es gingen viele Hände gleichzeitig hoch, so ein bisschen sammeln, Fragen, auch Kommentare und geben dann zurück zu Frau Kovic nach vorne. Und vielleicht, bitte sehen Sie es mir nach, dann fangen wir jetzt, weil Herr Debbing auch da steht, hier an und nehmen erstmal zwei, drei Stimmen von rechts. Bitte schön. Ja, ich fand den Vortrag super. Ich selber bin Babyboomer-Generation und habe genau das beobachtet an vielen jungen Leuten, die ich kenne, was Sie beschrieben haben. Ich fragte mich, ist das Beispiel Anna und der Protagonist von Oh Boy zufällig oder gibt es auch sozusagen einen Geschlechterunterschied? Und das Zweite, was ich sagen wollte, ist, dass ich auch die Kindheit so erlebt habe wie Sie und dass ich auch fand, die Unis waren sozial viel durchmischter, also viel mehr Arbeiterkinder und so weiter. Und dann dachte ich nochmal drüber nach und dachte,
es hat sich auch in dieser Zeit des Großwerdens, ich glaube, zur Mitte der 80er, dieses Privatfernsehen entwickelt. Es gab auch so eine Art, damals sagte man, Unterschichtsidentität, die hat sich dann später rausgebildet. Also als ich Kind war oder jünger war, es eher alle das Bestreben hatten, bürgerlich zu werden. Also auch die Eltern wollten, dass ihre Kinder eine gute Bildung hatten. Und vielleicht war die Nähe da größer zwischen allen Kindern. Vielen Dank. Drei Reihen dahinter ragt ein Arm in den Himmel. Bitte schön. Ja, besten Dank für den Vortrag. Ich habe einiges über mich selber gelernt. Ich bin auch ein Babyboomer. Und meine Liebste aus der Generation Y hat sich gerade von mir abgewandt vor 2 Monaten. Und ich kann ein bisschen nachvollziehen, warum das eventuell so ist. Ich möchte eine Frage stellen, inwieweit so die Fragen nach Gott und der Welt, Religion und Philosophie eine Rolle spielen bei Menschen, die Sie unter der Generation Y ansprechen. In meiner Generation Babyboomer spielte das eine wichtige Rolle und ich konnte mit meiner Liebsten leider gar nicht über Gott und die Welt streiten. Danke. Vielen Dank. Dann würde ich vorschlagen, wir nehmen hier von mir aus rechts noch den Herrn ganz hinten. Ich habe auch nicht eine direkte Frage, sondern eher einen Kommentar. Also ich bin ja eher Generation Y und für mich hat sich dieser Vortrag irgendwie angehört, als hätten wir extrem viel Druck. Also so in Ihrem ersten Punkt haben Sie von Fehlentscheidungen getroffen. Ich bin 30 Jahre alt, ich habe noch keine in meinem Leben getroffen, weil, wie Sie gesagt haben, es gibt so viele Entscheidungen, es ist so verwirrt wie ein Baum, dass ich selbst im Nachhinein gar nicht mehr sagen kann, ob es falsch oder richtig war und auch meine Wertigkeit überhaupt nicht. Okay, jetzt habe ich vielleicht eine Entscheidung getroffen, mit der ich weniger Geld verdiene, aber war das die falsche? Also es irgendwie fühlt sich so ein bisschen an, als wäre so super viel Druck auf unserer Gesellschaft. Dann im zweiten Punkt haben Sie so ein bisschen von der Löslösung der älteren Gesellschaft gesprochen und dass das irgendwie so ein schwieriges Thema für uns ist. Da gibt es so ein ganz süßes Kommentar von oder so ein Zitat von Sokrates, was irgendwie vor Christus Geburt ist, was genau das Gleiche beschreibt, was uns die Alten heute vorwerfen. Also, dass wir irgendwie mühselig sind, dem Alten nicht mehr zuhören, Zwischenreden und solche Dinge. Ich denke, diese Loslösung und diese ganze Auflehnung, die wir jetzt eben auch haben, ich denke, die ist schon seit Menschen bedenken, ist ja auch bei den Säugetieren und so weiter, also irgendwie weiter so auch zu sehen. Im dritten Punkt oder auch im zweiten haben Sie so ein bisschen auch so ein bisschen, finde ich, von der Wertelosigkeit oder dem Verfall von der Nichteinsetzung für politische Themen und solche Dinge gesprochen. Also Sie sprachen zum Beispiel von diesem Rotweinabendessen. Also Sie können gerne abends zu uns in die WG kommen. Wir sind alles generell Generation Y. Es gibt kein Smartphone. Wir sitzen alle beisammen und essen und diskutieren über Politik und solche Sachen. Und ich finde auch, dass unsere Gesellschaft nicht mehr so antipolitisch ist, wie Sie das vielleicht so ein bisschen dargestellt haben. Es hat sich ein bisschen verschoben. Okay, wir haben nicht mehr den Castor-Transport vor Augen, zu dem wir gehen und dagegen sind. Aber ich finde gerade durch so Dinge wie Veganismus oder Anti-Müll-Bewegung und solche Dinge, das ist vielleicht unsere Art und Weise, das so ein bisschen vielleicht zum Ausdruck zu bringen, weil sich eben das auch weiterentwickelt hat, ne? Die Demonstration irgendwie, davon weicht man ab irgendwie. Und ja, deswegen, für mich hat sich Ihr Vortrag so ein bisschen angefühlt, als würden wir alle so unter Druck stehen und dieses richtig und falsch. Also für mich gibt es das richtig und falsch im Leben nicht. So, es gibt Reproduktion und Spaß. Vielen Dank. Sehr gut. Vielleicht gehen wir jetzt noch mal kurz. Frau Kopitsch hat einen Kugelschreiber zur Hand. Muss ich das jetzt merken? Aber wir sollten echt so ein bisschen sammeln, dass möglichst viele zu Wort kommen. Und deswegen würde ich jetzt gerne noch, sagen wir mal, zwei. Stefan, vielleicht hier, fangen wir wieder hier vorne an. Noch 2 Stimmen und dann gehen wir zurück. Bitte schön. Ja, danke schön. Ich würde zuerst mal eine kleine Anmerkung vielleicht bringen zu Ihrer ersten Frage, Herr Siller, und Ihrer Antwort, Frau Kopitsch, dass eventuell Ihre Antwort doch leichter zu sagen ist aus einer privilegierten Position und für Personen, die in einer entfremdeteren Arbeit und in einer entfremdeteren Lebensrealität sich befinden, dieser Ruf nach mehr Entfremdung doch sehr zynisch klingen mag. Dem sei aber auch gesagt, dass ich auch aus dieser Position heraus spreche und dass solche Aussagen immer wahnsinnig schwierig und unkompliziert macht. Die konkrete Frage ist, ich selbst stamme aus Ihrer Generation Fragezeichen, irgendwie Generation Z klingt so nach Endzeitstimmung und das ist mit Chemnitz irgendwie gerade nicht so schön. Und in Bezug auf
auf ihr Ende, dass sich entlang der Linien von Klasse und Einkommen eine starke Spaltung ergibt, wollte ich Sie fragen, wie das für Sie konkret aussehen mag. Ich selbst erlebe, dass in meinem Umfeld dieses Bild, was Sie am Anfang gezeichnet haben von der Generation Y zwischen Driftertum und extremer Karriere, dass sich das noch eher vertieft in bestimmten Kreisen und es noch extremer, noch schneller oder eben noch langsam und noch orientierungsloser wird. Aber die Frage ist ja, was passiert mit den Leuten, von denen Sie gesprochen haben, die sich eben entlang dieser Klassenlinien nicht dazugehörig fühlen? Die jungen Leute, die jetzt in Chemnitz auf der Straße stehen, die jetzt eben Hassparolen und rechte Parolen schreien und die eben doch genauso aus meiner Generation kommen und dabei sind. Was passiert und spaltet sich diese Generation nach der Generation Y vielleicht auf in mehrere Untergenerationen und ist das vielleicht das Endresultat von dem, was Sie gerade eben beschrieben haben und wie sehen Sie das? Vielen Dank. Einen haben wir noch und dann machen wir einen Schnitt. Es waren ja nicht alles Fragen, es waren ja auch ein paar Kommentare, das ist uns auch wichtig, wir diskutieren hier zusammen vielleicht. Hier zweite Reihe und dann... Ich danke Ihnen. Also ich habe zwei Anmerkungen, / Kommentare. Einmal zu dem, was Sie am Ende gesagt haben, als Sie zwei beide sich unterhalten haben. Und zwar möchte ich sagen, also Sie haben gesagt, dass ein neues Bürgertum sich ausgebildet hat. Vor allem auch bei den Babyboomern, also quasi viele Leute sind mit in die Bourgeoisie gekommen und die haben dann Kinder gehabt. Und meine Frage bezieht sich auf die Generalisierbarkeit all Ihrer Aussagen, die Sie heute Abend getroffen haben, weil ich gewinne oder habe den Eindruck gewonnen, dass die Aussagen, die Sie getroffen haben auf die Generation oder über die Generation Y, eigentlich nur für die Leute in dieser Generation gilt, die auch die gewissen Kapitale, kulturelles Kapital, soziales Kapital haben, um zu reüssieren in der Gesellschaft. Und all die Personen, die, sage ich jetzt mal, also jetzt einfach normalverteilungsmäßig links von der Mitte liegen, damit eigentlich nicht getroffen waren, weil für die sich diese Frage gar nicht stellt. Und die zweite Anmerkung ist, die ich haben wollte, Sie sagten, dass die Generation Y die erste komplett neoliberal groß gewordene Generation ist. Und es gibt ja den berühmten Satz von Margaret Thatcher, dass there is no such thing as society. Und das haben Sie auch angesprochen, dass quasi für die Generation Y eigentlich das Individuum und vielleicht gerade noch die Familie zählt. Und dazu die Frage, denken Sie, dass es für die Generation Y überhaupt so etwas wie eine Gesellschaft gibt und gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge, die besprochen werden können? Und ist nicht vielleicht quasi der Rückzug ins Völkische mit einer dieser Gegenentwicklungen dazu, dass es eben dieses Narrativ sagen zu können, es gibt gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge, auf die wir auch Einfluss haben können, dass eben da der Regress eben ins Völkische passiert. Genau. Vielen Dank. Ja, Frau Corbett. Ganz herzlichen Dank für die interessanten Fragen. Das sind genau die Dinge, an denen man, denke ich, auch weiterdenken muss. Ich werde trotzdem versuchen, chronologisch vorzugehen. Erstmal die Frage nach der Geschlechterverhältnisse, ob die Beispiele zufällig so gegendert worden sind. Und in der Tat wirken die Frauen zunächst erstmal als vernünftiger. Das täuscht aber. Weil, wie man sieht, also wenn man jetzt die Umfragen in Shell-Studien und anderen sieht, dann hat man immer zwei Eindrücke. Erstmal, die Frauen machen alles richtig. Sie wollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Männer wollen, sind da sich, je jünger sie sind, desto weniger sicher sind sie sich. Also da sind zum Beispiel 80% Frauen im Jugendalter sind der Meinung, sie möchten eine egalitäre Partnerschaft führen, bei Männern sind es so 40%. Und die Frauen möchten die Vereinbarkeit, für die Männer existiert das Thema erstmal so gar nicht. Und damit weiß man, also ausgenommen hier Peter Siller, ich meine, nein, also es ist jetzt natürlich eine statistische Realität, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass es nicht welche gibt, die das auch thematisieren. Aber in der Statistik ist es so, dass diese Vereinbarkeitsfragen eher von Frauen angesprochen werden. Und am Ende kommt eben dabei raus, dass diese Generation in dieser Geschlechterfrage gar nicht so anders ist wie die Babyboomer oder die Protestgeneration. Ja? Sie sagt das Gleiche wie die Babyboomer, wir wollen es anders machen, wir wollen partnerschaftlich zusammenleben. Und es ist am Ende sehr, sehr schwierig aus verschiedenen Gründen, die ich in anderen Studien dargestellt habe. Von daher kann man nicht sagen, dass die Frauen, die zwar in Bildungsfragen absolut aufgeholt, wenn nicht sogar überholt haben, damit bessere Startchancen haben oder keine Fehler machen im Hinblick auf diese Fragen von Partnerschaftlichkeit und Vereinbarkeit.
das Ganze ist ein sehr, sehr komplexes Thema, weswegen ich da jetzt auch nicht nochmal drüber reden will. Dann fange ich mal an oder ich gehe weiter bei der Frage. Es gab einen Kommentar zur Frage Rotweinphilosophie, macht die Generation so viel falsch und ist sie unter Druck? Sicherlich ist dieses Druckgefühl in dem Moment nicht mehr so spürbar, indem ich tatsächlich sage, ich werde einfach diese Option jetzt, die Entscheidung treffen und dann kümmere ich mich nicht mehr um die anderen Fragen und das entlastet von allzu großer Komplexität und es ist aber auch kein Widerspruch zu dem, was ich dargestellt hatte, im Opportunitätssurfen spielt es dann eben nicht mehr so eine Rolle, was ich ursprünglich wollte, sondern ich mache irgendwie was. Und das ist sicher auch ein Merkmal des Generationsporträts, was immer wieder hervorgehoben wird, der große Pragmatismus. Und vielleicht auch eine Antwort auf die Bemerkung des zweiten Redners mit der Freundin aus der Generation Y, der also vielleicht genau dieser Unterschied ist. Die Generation Y ist zumindest in den Porträts, die gezeichnet werden, eine, die handelt, ja, die nicht lange reflektiert, sondern die erstmal handelt und nicht so viel abwägt, was denn wohl der Sinn des Lebens übergreifend dann noch sein könnte. Zumindest wird es so dargestellt. Dann die Frage nach der Generation der Y als neoliberale Generation und die Frage, there is no such a thing like society. In der Tat scheint mir hier eine wichtige Frage zu liegen, nämlich die Frage, wenn es so ist, dass man zunehmend das Gefühl von Gesellschaft verliert, also das Gesellschaftliche sich auf dem Rückzug befindet, und Gesellschaft nicht mehr als Gestaltungsaufgabe von den Einzelnen wahrgenommen wird, sondern man sich mehr oder weniger über sein Subjekt definiert und bestenfalls noch seine Freunde, seinen Partner und seine Familie mit in das Wir einbezieht, kann das natürlich passieren, dass dann leichter Menschen auf die Idee kommen, das Wir nochmal anders zu fassen. Und zwar weder im Sinne einer ganzen Solidargesellschaft mit erweiterten Partizipationschancen und Solidaransprüchen, die also die gesamte Gesellschaft umfassen, sondern eben, dass wir eben als Partikulargruppenidentität auf der Basis völkischer, nationaler oder sonst wie Gruppen als exklusive Solidarität formulieren. Das kann natürlich passieren und es gibt Theorien, die sehen da durchaus einen Zusammenhang. Hier möchte ich Zygmunt Bauman zitieren, der sicherlich einer der Protagonisten dieser These ist, dass die Entsolidarisierung und die Privatisierung einen Rechtsruck mehr oder weniger wahrscheinlicher werden lässt, weil die Gesellschaft als solche nicht mehr adressierbar ist und für viele nicht mehr existiert und dann eine neue Spaltung auftaucht. Und das leitet dann auch über zu Ihrer Frage, nämlich die Frage, was sind die Generationseinheiten der Zukunft, der zukünftigen Generation? Und da sieht es im Moment tatsächlich so aus, wir hatten ja vor zwei Tagen diese tolle Demonstration Refugees Welcome, wo also ganz klar ist, es gibt eine Politisierung wieder. Wir sind weg von diesem Thema, alles nur noch Konsens der Mitte und unhinterfragte Anpassung. Und wir haben wieder eine politische Spaltung. Und es sieht im Moment auch so aus, dass diese Spaltung eine politisierte Generation möglicherweise die nächste Generation werden lassen, die sich über politische Identitäten definiert. Gut, zweite Runde. Wir würden in der Mitte weitermachen. Ich habe da weiterhin Hände gesehen, bitteschön. Vielleicht, wenn Sie noch ein bisschen deutlicher die Hand heben, damit mein Kollege Depping das sieht. Vielen Dank. Sie hatten angesprochen, dass ich komme aus der Generation Y, dass die Babyboomer-Eltern, also die jetzt meine Eltern sind zum Beispiel, sich gegen das System gewehrt haben, revolutionieren wollten, sich eben nicht anpassen wollten, auch nicht ihren Eltern, weil die teilweise sehr, sehr konservativ waren. Und wir aus der Generation Y uns ja gerade an der Familie orientieren und da halt suchen. Und stürzt uns das als Generation Y dann nicht in eine tiefe Identitätskrise? Weil wir eben nicht so sein können wie unsere Eltern, weil wir ganz anders sind, weil wir uns auf das System verlassen, es ja nutzen wollen, das hatten Sie auch gesagt. Stürzt uns das nicht, also bringt uns das nicht in eine ganz
prekäre Situation und unterscheidet uns das von anderen Generationen? Vielen Dank. Hier, Stefan, drei Reihen davor, etwas weiter links ist noch eine Wortmeldung. Bitte schön. Ja, danke, das passt jetzt eigentlich ganz gut. Mich hat das die ganze Zeit umgetrieben. Ich kenne natürlich auch die Statistiken und möchte vielleicht das mal zu bedingen gegen der alte Spruch, dass es natürlich immer Ausnahmen von der Regel gibt. Ich bin in der glücklichen oder bedauernswerten Situation, wie Sie sagten. Ich habe dann keine Kinder mich getraut, in die Welt zu setzen als Babyboomer. Und ich sehe bei meiner Schwester, was passiert ist. Und als Psychologin muss ich jetzt sagen, es gab zu allen Zeiten, ich hatte eine gute Freundin, es war interessant. Die hatte Sozialpädagogik studiert und die hat mir mal gesagt, ich bin in einem Unternehmerhaushalt aufgewachsen und mir wird langsam klar, ich habe einfach gelernt, dass ich alles in meinem Leben einem ökonomischen Nützlichkeitsprinzip unterziehen sollte. Und ihr war plötzlich klar, dass sie das auch bei ihren persönlichen Beziehungen tat. Also das ist jetzt 25 Jahre her. Also das, was man heute in der Philosophie Utilitarismus bezeichnet. Und wenn ich das persönliche Beispiel meiner Schwester sehe, man weiß eigentlich, dass diese enge Bindung ans Elternhaus tatsächlich reziprok ist. Das heißt also, die Babyboomer-Frauen vor allen Dingen, die sich unbedingt Kinder wünschten, da war sehr häufig, aber das gebe ich jetzt zu, kann ich jetzt nur auch von psychologischen Studien mit einpflichten, da gab es sehr oft den Wunsch dieser Frauen vor allen Dingen, sich damit selber gegen ihre in der Babyboomer-Generation erworbenen Existenzängste zu entledigen, indem sie sozusagen eine sehr starke Bindung an ihre Kinder dadurch entstehen ließen, indem sie denen eben laissez-faire alles ermöglicht haben. Also Hauptsache, also beispielsweise bei diesem Begriff Hotel Mama ist es so. Ich kenne genügend in meinem Freundeskreis. Wenn ich da sehe, was die für ihre Kinder machen, dann sage ich, geh zum Psychiater. Entschuldigung. Und die Kinder tun mir wirklich leid, weil die haben fast, ich bin da hin und her gerissen, die haben fast keine Chance, weil wo ist denn deren Reibungspotenzial? Wo lehnen die sich denn gegen ihre Eltern auf? Ja? Spannende Frage. Jetzt gehen wir trotzdem noch mal kurz nach links und ich habe da auch so 3-4 Wortmeldungen noch. Hallo, ja, vielen Dank für diesen sehr inspirierenden Vortrag. Ich habe 2 Fragen dazu. Ich bin selbst auch Psychologin, Persönlichkeitspsychologin und interessiere mich für die Unterschiede zwischen Menschen einer Generation, also genau sozusagen der Gegenpol zu Ihrer Perspektive, da Sie ja Gemeinsamkeiten in Generationen suchen. Ich habe jetzt schon gemerkt, es haben sich mehrere der Generation Y gemeldet, zu der ich auch gehöre und wahrscheinlich haben viele von denjenigen auch manchmal gedacht, okay, so bin ich nicht. Also immer diese Reibung, klar, es gibt die Generation Y, aber es gibt immer auch Leute, die fragen, why not? Oder es gab auch schon vor 20 Jahren die Leute, die Midlife-Crisis hatten. Also gewisse Themen ziehen sich über Generationen hinweg oder unterscheiden sich innerhalb einer Generation. Und meine Frage wäre, ob Sie sagen können, dass sich die Variabilität in den Generationen, die Sie jetzt geschildert haben, ob die sich vergrößert oder verkleinert hat. Sind wir uns ähnlicher geworden oder sind wir unterschiedlicher innerhalb einer Generation? Weil wir haben jetzt sehr normativ immer von dem Mittel einer Generation gesprochen. Und die zweite Frage ist, ich habe mich gefragt, ob das eine sehr westdeutsche Erzählung ist, die Sie gebracht haben. Ich selbst bin gerade noch im Osten geboren worden und habe so ein bisschen die Ostperspektive vermisst. Gibt es da die gleichen Generationen? Gibt es da andere Generationen? Vielen Dank. Bitte schön, ja. Ja. Ja, ich stehe auch auf, auch wenn mich das nervöser macht. Genau, erstmal vielen Dank. Es gibt total viele interessante Punkte, die ich gehört habe. Die zähle ich nicht auf, weil das kann jeder für sich entscheiden, was so interessant war. Ich nutze noch den Raum. Also ich fand die Frage total spannend, die gleich zu Anfang von dort oben noch gestellt wurde. Die Antwort darauf, also ich würde ja sagen, entfremdete Arbeit lieber so irgendwie mal ganz abschaffen, in irgendeiner Form zumindest eine bessere Alternative, als einfach nur Ja oder Nein dazu zu schaffen. Das wäre ganz schön, weil beides ist nicht so optimal. Der Kollege dort vorne in der ersten Reihe hat es auch schon gesagt, irgendwie, dass das jetzt aus meiner Position, ich komme auch aus dem Akademikerhaushalt, schwer zu sagen ist, aber ich mache viel gewerkschaftliche Arbeit, da würden, glaube ich, viele sagen, vielleicht doch eine ganz andere Form der Arbeit, das eingangs. Und jetzt eher konkret zum Vortrag nochmal. Ich finde es auch schwer, mich jetzt in so einer Generation gleich zu subsumieren. Und dann gibt es noch diesen Unterschied, der gerade aufgemacht wurde und so weiter und so fort. Und es gibt irgendwie die Dissidenten, 25% offensichtlich. Gleichzeitig wurde jetzt immer die sogenannte Babyboomer-Generation irgendwie als sowas
aufgezeigt, wo man abends zusammensaß und irgendwie Wein getrunken hat in der revolutionären WG-Zelle irgendwie und ne, so. Aber was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Weil gleichzeitig, wenn ich mich umschaue, wer regiert mich eigentlich heute, dann sind das die Babyboomer und die eine Generation noch älter. Das sind ja die Trumps und die Merkels und so weiter und so fort, die heute irgendwie für bestimmte politische Verhältnisse sorgen, die dann für so eine, also zu so einer Drucksituation führen, die mich zu so einer komischen Generation macht scheinbar. Weil das war jetzt... Weil, genau, viele interessante Punkte, aber nicht alle unbedingt so positiv, würde ich zumindest für mich so sagen. Und dann ist die Frage, was hilft mir denn jetzt daraus, wenn ich so eine Zeitdiagnose erstelle? Brauche ich das große, sinnstiftende Gegensystem? Oder was war es, was früher dazu geführt hat, dass Alternativen denkbar waren? Und was in der Analyse, die wir letztendlich machen, sind dann die Punkte, an denen ich jetzt weiterdenken kann, die mir so eine Alternative aufzeigen können und uns vielleicht helfen, damit richtig was anzufangen? Vielen Dank. Noch zwei Wortmeldungen und dann müssen wir wieder nach vorne. Bitte schön. Ja, ich habe eine Frage zur Systemkritik. Das hat sich jetzt immer so angehört, als wäre es was sehr, sehr Schlechtes, dass wir die Erziehung unserer Eltern nicht kritisieren. Aber letzten Endes, also ich bin auch ein Mensch, ich würde auch sagen, ich würde meine Kinder gerne so erziehen, wie ich auch erzogen worden bin, natürlich mit kleinen Abstrichen und... sicher ist nicht alles toll gewesen, was meine Eltern gemacht haben, aber ist diese Systemkritik immer notwendig? Also kann es nicht auch einfach Zufriedenheit unserer Generation oder unserer Gesellschaft gegenüber der Babyboomer-Generation ausdrücken? Oder ist so eine Systemkritik notwendig, um Weiterentwicklung oder ja, Fortentwicklung der Generation irgendwie zu stiften? Vielen Dank. Und noch eine Wortmeldung habe ich. Ja, bitteschön. Ja, danke. Ich habe auch zwei Fragen. Die eine war, was denken Sie, wo stößt denn Generationenwissenschaft an seine Grenzen, wenn man bedenkt, dass ein großer Individualismus vorherrscht irgendwie? Also, weil ist das alles verallgemeinbar? Ich habe in vielen Situationen, was Sie gesagt haben, habe ich den Kopf geschüttelt. In manchen habe ich gedacht, ja, stimmt. Wo stößt Generationenwissenschaft an seine Grenzen? Und dann würde ich gerne noch mal von Ihnen wissen, die These, dass die AfD praktisch das Ende des Neoliberalismus spiegelt. Also können Sie das noch mal ein bisschen erklären? Da habe ich mich ein bisschen gewundert. Vielen Dank. Die Frage hatte ich auch noch auf dem Zettel. Insofern trifft es sich gut, Frau Koppitsch. Nein, also genau, dann fangen wir mal mit der Frage an, weil Peter Sillert das jetzt auch noch mal mit Nachdruck wiederholt hat. Ich meinte nicht das Ende des Neoliberalismus, aber das Ende der Unbestrittenheit, der unbestrittenen Vorherrschaft im Sinne einer Konvergenz kulturliberaler und wirtschaftsliberaler Rechtfertigungsordnung. Also es geht eher um die Frage, wie verhält sich das hegemoniale Narrativ zu einer politischen Abweichung. Und da ist eine Abweichung entstanden. Also es ist eine politische Opposition entstanden zu einem hegemonialen Narrativ. Wie schrecklich diese Opposition auch von uns empfunden sein mag, aber es ist sozusagen eine Spaltung, eine politische Spaltung, die praktisch eine Systemkritik, eine Kritik gegen Globalisierung auf der einen Seite, gegen die Auswirkungen der Öffnung von Grenzen, gegen die kulturliberale Ordnung, also gegen das, was wir sozusagen eigentlich als Linke schätzen, nämlich die Geschlechtergleichheit, die Frage der Partizipation. Das ist eine Opposition und diese Opposition richtet sich eben gegen die Verschränkung dieser beiden Ordnungen. Und von daher kann man sagen, es ist eine Fundamentalopposition entstanden. Aber das bedeutet nicht, dass damit das Ende dieser neoliberalen Vorherrschaft entstanden ist, sondern dass das Unbestrittene ein Ende hat. Das ist gemeint. Und dass die anderen Fragen, wenn ich die jetzt nochmal, die bezogen sich ja überwiegend auf die Frage, ist es bei den Babyboomern wirklich so toll gewesen? Warum haben die es an uns hervorgebracht?
Und wie ist eigentlich das Verhältnis zu Babyboomern, zu ihren Kindern, und ist der Konformismus nicht praktisch auf ihr Mist gewachsen, weil die Babyboomer in ihrer Verzweiflung halt ihre Kinder zu einem Partnerersatz gemacht haben und sie nicht loslassen, weil in der Tat ist das Phänomen des Hotelmamas ein reziprokes Phänomen, weil es gerade die Babyboomer sind, die ihre Eltern, die ihre Kinder bis in die Mit-30er samt in Glacé-Handschuhen anfassen. Und von daher ist diese Frage berechtigt, warum kommt aus dieser kritischen Kultur so etwas heraus, was wir jetzt haben? Und das sind, da würde ich auch sagen, das sind die Grenzen der Generationsforschung, weil die Generationsforschung geht ja davon aus, dass man den Habitus, den man erworben hat in der jungen Erwachsenenzeit, bewahrt. Und ich glaube, das ist nicht so. Das mag so sein bei den ganz frühen Generationen der Bundesrepublik, durch die scharfe Zäsuren, also durch wirklich historische Ereignisse, wie die Flakhelfer-Generation zum Beispiel, gekennzeichnet sind und die ihre Prägungen in einer wirklich epochalen Umbruchsituation erlebt haben. Und das hat sie bis zum Ende ihres Lebens geprägt. Aber ich glaube, dass es für uns so ist, dass wir tatsächlich alle eine Veränderung erfahren haben durch den historischen Wandel, das Ende der Industriemoderne, den Aufstieg der Dienstleistungsökonomie, den Aufstieg der Marktvergesellschaftung und Agenda 2010. All das ist natürlich auch an den Babyboomern nicht vorbeigegangen. Und die wirkliche Spaltung ist aus meiner Sicht auch nicht die zwischen den Generationen, sondern die zwischen den Klassen. Gibt es etwas, was ich jetzt noch nicht beantwortet habe? Mit Sicherheit, aber das ist unvermeidlich. Ach so, die Ost-West-Geschichte. Ja, genau, dazu würde ich gerne noch was sagen. In der Tat, das ist es gibt einen Mittelschichtsbias in der ganzen Forschung zum Thema Generation und natürlich einen West-Bias. Im Osten sieht es alles ganz anders aus. Wir haben erstmal ein anderes Geschlechterverhältnis. Wir haben auch ein anderes Verhältnis also ein anderes Kommunitaritätsbewusstsein, also eine andere Form der Gemeinschaft und möglicherweise auch ein anderes Problem, was die Situation des Mauerfalls anbelangt und der Peripherisierung, die stärker in Ostdeutschland stattgefunden hat als in Westdeutschland und die dazu geführt hat, dass dort sehr viel abgewandert ist, also sehr viele Menschen, junge Menschen und Erwachsene sind ja abgewandert und haben diese Region verlassen, weil dort eben schwierigere wirtschaftliche Verhältnisse entstanden sind, was bei vielen Menschen sicherlich auch Kränkungserfahrungen ausgelöst hat. Das heißt, es sind ganz andere Voraussetzungen, die auch diese Generation erlebt hat. Und sie hatte andere Eltern, also die Babyboomer waren in Ostdeutschland sicher anders. Aber all das ist leider in dieser vergleichenden Perspektive nicht besonders gut erforscht worden. Und auch die Frage, die hier gestellt worden ist, nach der weniger privilegierten Jugend, da gibt es in den Shell-Studien einige Hinweise zu. Man kann also sagen, die sind eben tatsächlich nicht so ganz begeistert von ihren Eltern, wie die Mittelschichtler. Sie sehen ihre Eltern kritischer und sie sehen vor allen Dingen auch ihre eigenen Lebenschancen in einem weniger optimistischen Licht. Also sie haben tatsächlich den Eindruck, dass sie eine nicht so ganz gloriose Zukunft erwartet. Und sie sind tatsächlich auch in vielerlei Hinsicht unterprivilegiert, was einen jetzt nicht so wahnsinnig überraschen mag. Vielen Dank, Cornelia Koppitsch. Meine Damen und Herren, vielleicht hören Sie mir noch ganz kurz zu. Ich habe noch ein paar Ankündigungen zu machen, die mir wirklich wichtig sind. Erstens, wir haben es sehr genossen und danken herzlich, dass Sie alle da waren. Uns ist völlig klar, dass diese Frage nach den Generationen manchmal auch ein bisschen Stereotyp ist. Aber der eigentliche Grund ist ja, dass wir genau zu den Fragen ins Gespräch kommen, zu denen wir jetzt ins Gespräch kamen, in 1,5 Stunden im Rahmen des Möglichen. Und ich wäre wahnsinnig dankbar, wenn wir da irgendwie zusammen ein bisschen dranbleiben könnten an diesen Fragen. Und was ich Ihnen jetzt erstmal anbieten kann, ist Folgendes. Diese Reihe endet ja jetzt bald. Wir waren bei Y und wir haben jetzt noch 2 Sachen vor. Der nächste Termin steht schon fest. Das ist ein Vortrag von dem sehr geschätzten Jens Balzer. Ich weiß nicht, wer den kennt, wichtiger
Kulturredakteur der Berliner Zeitung etwa gewesen. Und wir wollen da, Cornelia Kovic, bitte nicht erschrecken, nochmal über Zombies und die Zombie-Gesellschaft reden. Ich weiß nicht, ob es jemand aufgefallen ist im Film, in der Musik, in der Popkultur. Der Zombie spielt irgendwie eine große Rolle. Und es gab ja in den 70er Jahren auch schon die Rede vom Konsum-Zombie. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern. Also sozusagen spielt eine große Rolle. Also was könnte diese Metapher eigentlich für die Gesellschaft bedeuten? Und dann gibt es noch ein zweites Set, da gibt es aber noch keinen Termin, wo wir vorhaben, nochmal mit unserem geschätzten Vorbild und Freund Axel Honneth noch einmal abschließend jetzt für diese Reihe die Frage zu stellen, was heißt überhaupt Zeitdiagnose? So, also was ist überhaupt Zeitdiagnose? Und das wäre wahnsinnig schön, wenn ihr dabei wärt. Und dann gibt es unbedingt noch zu sagen, wer noch mehr Cornelia Kovic will. Wir machen Ende September, ich glaube am 28., 29. September, also Freitag, Samstag, eine große Konferenz. Was ist die grüne Erzählung? Die Heinrich-Böll-Stiftung hat ja ein bisschen was mit grüner Erzählung zu tun, sagen wir es mal so. Da gibt es zum Beispiel ein Gespräch von Durst Grünbein, dem Lyriker, und Robert Habeck am Freitag, und am Samstagmorgen, ich glaube um 10 Uhr, unterhalten wir uns nochmal über soziale Teilhabe, so in dem Spannungsfeld Digitalisierung, neue Arbeitsgesellschaft, öffentlicher Raum, öffentliche Infrastrukturen. Da freue ich mich sehr drauf, wenn irgendjemand Lust hat, dazu kommen. Wir würden uns sehr freuen. Das findet in der Kalkscheune statt, also nicht hier, sondern in einem Nachbarhaus beim Friedrichstadtpalast. Und Sie können sich über die Website anmelden. Unten gibt es noch was zu trinken und vielleicht sogar eine Brezel. Guten Appetit und diskutieren Sie weiter. Applaus